Sir? Ist was Medizinisches. Ich finde, diese Biosachen schmecken immer ein bisschen komisch. Nee. So ein bisschen falsch. Ja. Wahrscheinlich wegen der Gluten. Gluten. Jetzt Konzentration! Kinder, ich hab da teure Ergebnisse versprochen. Ist es ganz sicher, dass die Albaner über den Wagen ihre Drogen verdicken? Ja, sicher. Vier Stück haben die von denen. Bald nur noch drei. Gerade was erklären, ja. Ja, lass mal, ich mach schon. Jetzt warte ich ab! Der muss dir nichts sagen. Schau! Na, so wird das. Wahnsinn! Ja, und jetzt? Was? Jetzt verspring doch! Ja! Was ist mein Mann werden? Ich habe ja gesagt, dass wir da jetzt mal ein starkes Zeichen setzen. Und ich würde sagen, das haben wir gemacht. Wie Jakob einfach so auf den losgegangen ist. Der Typ war doppelt so groß wie er. So eine Lappen. Ah, doppelt so groß jetzt nicht, ein bisschen größer. Dir sind Schmerzen echt komplett egal, was? Wie so ein richtiger Buba. Buba? Buba. Hä? Das ist eine albanische Märchenfigur. Der Buba fängt das harmloses Tier an, wird vom Dämon Bola verführt und zu einem herzlosen Monster. Das ist eine tolle Metapher. Ich weiß aber noch nicht, wofür. Cool. Ja, du hast jetzt einen albanischen Namen. So wie wir alle. Ich heiße eigentlich Christian. Und der Enes heißt in Wirklichkeit Sandro. Enes? Ja, ist mein Zwillingsbruder. Der ist nicht ganz fertig geworden. Du, die sind Brüder. So wie wir. Darf ich mal? Ja, sicher. Sag schön Christi. Familie ist schon toll. Da hat er recht. Unser Buba. Dann brauche ich aber auch noch einen neuen Namen, Leute. Vielleicht auch was aus der Märchenwelt. Ein König vielleicht, ein Krieger, ein Magier. Was ist mit Erblin? Erblin ist voll cool. Voll cool. Erblin bedeutet Duft des Lindenbaums. Es ist wunderschön, oder? Ja, sehr. Oder wollen wir noch mal zusammen überlegen? Auf Buba und Erblin. Ja, auf Buba und Erblin! Geh's mal! Ja, gescheiße, genau!